In dem Moment fühlt sich natürlich katastrophal an. Und auch direkt, nachdem man dann irgendwie seiner Umgebung gesagt hat, ich glaube, das ist es nicht, ich breche lieber ab, fühlt sich immer noch nicht richtig an. Unternehmen interessieren sich unfassbar für Studienabbrecherinnen und Abbrecher. Deswegen sind Zweifel immer richtig und immer gut. Und die haben immer eine Begründung und irgendwie so eine Rechtfertigung. Moin zusammen. Ich bin Luca von Pointer. Der vorzeitige Abbruch eines Studiums fühlt sich im ersten Moment immer nach Scheitern an. Bastian Reinhardt ist da aber ganz anderer Meinung. Er arbeitet in der zentralen Studienberatung der TH in Köln und sieht darin sogar die Chance, ganz neu durchzustarten. Aber seht am besten selbst. Bastian, an der Uni bricht ungefähr jeder dritte Student das Studium vorzeitig ab. Versetzen Sie uns doch einmal in die Gefühlslage einer betroffenen Person. Was geht da in einem vor? Das fängt an bei dem Gefühl, dass man versagt hat, dass man gescheitert ist. Das geht los mit Existenzängsten. Vielleicht, wie kann ich mein Leben jetzt gestalten? Wie kann ich mein Leben finanzieren? Das sind Gefühle, dass man enttäuscht hat, dass man vielleicht die Eltern enttäuscht hat, dass man seine eigenen Wünsche und Hoffnungen nicht erfüllt. Also das Spektrum und die Bandbreite an Gefühlen und Emotionen, die man in so einem Moment durchlebt, wahnsinnig breit. Welche Gründe hörst du denn am häufigsten für einen Studienabbruch? Das ist oft so eine Verkettung von mehreren Umständen. Das fängt damit an, dass man vielleicht in den eigentlichen Studiengang, den man sich erwünscht hatte, nicht reingekommen ist. Dann dachte man, na gut, eine Alternative wäre vielleicht dann eben der Studiengang, der es dann geworden ist. Und dann fängt es an, dass man vielleicht in einigen Bereichen die Leistung nicht ganz erbringt, die man erbringen müsste. Das heißt, dann ist das Studium zu schwer, vermeintlich zu schwer. Dann kommen die Zweifel, dann fängt das vielleicht an einer anderen Stelle im Leben zu bröckeln. So, ne, das ist, so ein Studium ist ja nicht in so einem kleinen Elfenbeintürmchen isoliert, sondern ist eingebunden im Leben. Und wenn dann auf einmal was im sozialen Leben passiert oder mit der Familie oder irgendwie eine Stellschraube, die einen vorher nicht so wirklich dazu bewogen hat, an dem Weg, den man eingeschlagen hat, zu zweifeln, wenn da auf einmal was passiert, dann geht oft so ein Prozess los. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Studienzweifel sehr, sehr oft zum einen an die Erkenntnis gebunden sind, dass man sich einfach verwählt hat, dass man schlichtweg dachte, dass der Studiengang was anderes beinhaltet oder dass die Studienform eine andere ist als die, die es dann letztendlich war. Das können finanzielle Gründe sein, dass man das BAföG, zum Beispiel den BAföG-Anspruch verliert, dass man den Nebenjob verliert, dass Dinge einfach anders laufen in der Finanzierung, als man sich die ursprünglich ausgemalt hatte. Das können familiäre Gründe sein, das können psychosoziale Gründe sein. Ne? Also das ganz oft sind zum Beispiel Depressionen Auslöser für Studienzweifel. Ich habe gesehen, du engagierst dich gleich in mehreren Initiativen und Projekten rund um das Thema Studienabbruch, Studienwechsel. Und da habe ich mich gefragt, woher dieses besondere Interesse kommt oder ob du in deiner eigenen Studienzeit persönlich davon betroffen gewesen bist. Ich habe nicht nur einmal an einem Studium gezweifelt und ein Studium abgebrochen. Ich bin erfolgreicher Mehrfachabbrecher. Ich hab zum einen mein erstes Bachelorstudium abgebrochen und dann habe ich einen zweiten Master nach meinem ersten Master begonnen, weil ich dachte, ich könnte vielleicht noch in eine andere Richtung gehen oder hatte mir überlegt, sowas zu machen. Und habe dann auch den zweiten Master abgebrochen. Ich weiß, was das mit einem macht. Ich weiß, welche Gedanken man dann auf einmal hat und in welchen Sphären man sich dann so wiederfindet, gedanklich. Das ist so ein Never-Ending-Loch quasi, in das man irgendwie fällt. Und ich finde es super spannend und vor allem auch sehr, sehr wichtig, Leuten da rauszuhelfen und die ein Stück weit zu begleiten. Du hast zwei Studiengänge abgebrochen. War es ein Fehler, die überhaupt anzufangen? Oder würdest du aus deiner jetzigen Perspektive sagen, dass du da auch Sachen mit rausgeholt hast und es ist alles gut, so wie das gelaufen ist? In dem Moment fühlt sich natürlich katastrophal an. Und auch direkt, nachdem man dann irgendwie seiner Umgebung gesagt hat, ich glaube, das ist es nicht, ich breche lieber ab, fühlt sich immer noch nicht richtig an. Heute als mittelalter Mensch in einem Setting, was irgendwie ganz gesetzt ist, mit dem ich sehr glücklich bin, kann ich nur sagen, das war genau das Richtige, was ich da gemacht habe. Zwischen dem 30. November und dem 9. Dezember finden die Cologne Fail Days statt. Kurz und knapp gesagt, was ist das für eine Art von Veranstaltung? Es gibt bei uns eine Initiative, die heißt Umsteigen. Das ist quasi eine Arbeitsgruppe, die sich aus verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zusammensetzt. Das sind die Hochschulen, also die Universität zu Köln, die TH Köln ist damit
inkludiert. Da sind die Kammern, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer ist daran. Das Ganze wird von der Stadt so ein bisschen begleitet. Die Bundesagentur für Arbeit ist da inkludiert. Das heißt, alle Akteurinnen und Akteure, die irgendetwas mit Ausbildung, Arbeitsmarkt, Vermittlung zu tun haben, sind dort zusammengekommen und haben gesagt, was können wir denn machen, um denjenigen, die eben an ihrer Studienentscheidung zweifeln, Perspektiven aufzumachen. Und dann haben wir uns überlegt, warum sollen wir denn nicht die Kräfte bündeln und da in so einer Themenwoche, das ist ein bisschen mehr als eine Woche, aber grundsätzlich in so einem begrenzten Zeitraum ganz offen dafür zu werben, dass man sich doch bei uns gerne beraten lassen kann, wenn man das möchte. Und die Köln und Pegels sind jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal bei uns in Köln. Fängt an mit einer sehr coolen Auftaktveranstaltung bei YouTube, aus bekannten Gründen in diesem Jahr alles digital. Dann gibt es an der Universität die Fuck-Up-Night, die unfassbar erfolgreich ist, bisher zumindest immer. Danach haben wir bei uns an der TH ein digitales Beratungssetting, wo jede Institution und jede Einrichtung für direkte Beratung und für direkte Gespräche zur Verfügung steht. Und im Anschluss daran gibt es dann auch noch ganz coole Unternehmensführungen und Unternehmensangebote, wo sich verschiedene Unternehmen vorstellen und ganz offen damit werben und sehr offen in ihrer Kommunikation sind und sagen, wir wollen ganz explizit Studienabbrecherinnen und Abbrecher für uns gewinnen. Bastian, stellen wir uns doch einfach mal gerade vor, dass ich mein Studium gerade abgebrochen habe. Jetzt im ersten Moment fühlt sich das wie Scheitern für mich an. Wer interessiert sich jetzt noch für mich? Ja, wenn du gerade dein Studium abgebrochen hast, dann hast du unfassbar viele Optionen, von denen du wahrscheinlich erstmal noch gar nichts weißt. Du kannst an eine andere Hochschule gehen. Hochschulen finden Studienabbrecher von anderen Hochschulen, aber auch auf der eigenen Hochschule ganz spannend eigentlich. Also die bringen durchaus auch einen Mehrwert. Ne? Also wenn ich vorher schon mal irgendwo studiert habe, aus einem anderen Fachbereich komme, bringe ich ein gewisses Wissen mit. Ich bringe eine gewisse Lebenserfahrung mit. Ich bringe eine Studienerfahrung mit. Unternehmen interessieren sich unfassbar für Studienabbrecherinnen und Abbrecher, weil auch da genau das Gleiche gilt. Wenn ich reflektiert eine zweite Entscheidung rantrete und dann sage, ich gehe jetzt einen neuen Weg, dann mache ich das sehr bewusst. Deswegen würde ich dir in dem Fall nur empfehlen, dir sehr gut zu überlegen, worauf du Bock hast und dann schauen, dass du die entsprechenden Stellen anläufst, weil da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Zweifel sind immer auch eine gewisse Chance, eine Chance, sich weiterzuentwickeln, eine Chance, glücklich zu werden, eine Chance, irgendwie Hilfe zu bekommen. Deswegen sind Zweifel immer richtig und immer gut und die haben immer eine Begründung und irgendwie so eine Rechtfertigung. Man sollte sowas nicht einfach wegtreten oder wegstoßen. Mein Appell an alle, denen es vielleicht so geht, dass sie an ihrer Situation so ein bisschen knabbern und nicht ganz so glücklich sind, sprecht mit Leuten. Und wenn es nicht irgendwie Leute sind, die sich mit dem Themenfeld beruflich irgendwie in Verbindung setzen, sprecht mit eurer Umgebung, sprecht mit Freunden, Familien. Das geht so vielen Leuten so, aber kaum jemand redet so ganz offen darüber und das ist so schade. Insofern, Kommunikation hilft immer.